Ich glaube, das Spannendste an der Welt ist immer, das habe ich aus den Funkabenteuern gelernt, wenn du die moralische Bewertung der Welt den Zuschauern bzw. den Akteuren überlässt. Was gut und schlecht ist, das sollten die Spieler und Spielerinnen selbst bewerten. Was machen wir jetzt? Jetzt geht's in die Pen-and-Paper-Welt. Ich erkläre erstmal, warum. Für alle, die gar keine Ahnung haben, was ist Pen-and-Paper, das sollte es ja geben. Also blöd das jetzt klingt, ich habe jetzt so ein bisschen in die Zahlen geguckt und gemerkt, es gibt verhältnismäßig viele Leute in diesem Stream mittlerweile, die erst seit Dezember, also seit Oktober, zwischen Oktober und Januar erst dazugekommen sind. Das heißt, es gibt wahrscheinlich immer mehr Leute auch in diesem Stream, die gar nicht wissen, was ich eigentlich sonst so mache. Viele in diesem Stream werden mich wahrscheinlich von Rocket Beans Pen & Paper kennen. Das war so das erste Format, aus dem man irgendwie mein Gesicht kannte. Was ist Pen & Paper bei Rocket Beans? Pen & Paper ist ein fiktionales, interaktives Spiel, in dem in der Regel zwischen 3 und 5 Leuten an einem Tisch sitzen. Und wie bei Dungeons & Dragons, wer das gar nicht kennt, so das hat man zum Beispiel in Stranger Things gesehen, da spielen die das im Keller. Dungeons & Dragons ist ein großer Vertreter, das schwarze Auge ist ganz groß, DSA in kurz, gibt ganz viele große. So, und das heißt, eine Person ist Spielleiter, Spielleiterin, und diese Person erfindet eine Welt und stellt alle Sinne der Spielerinnen und Spieler dar. Und die Spielerinnen und Spieler schlüpfen in fiktionale Rollen in dieser Welt und sagen, ich bin der Zwerg Kongelgur und hab mir zur Aufgabe gemacht, die große Schmiede wieder zum Laufen zu bringen. Und dann gibt's eine Elfe und dann gibt's vielleicht noch einen Zauberer und so, und die erleben dann Abenteuer. Und alles in dieser Welt ist erdacht. Und dadurch ist diese Welt halt auch extrem interaktiv. Ist ein tolles Hobby, das ich wirklich allen Leuten nur nahelegen kann, wenn euch das interessiert. Unterm Stream ist auch How to be a Hero verlinkt. Das ist ein komplett kostenfreies Regelwerk. Das ist ein toller Verein, der für einen guten Zweck auch ist. Das heißt, wenn die Events machen, wird das Geld gespendet. Eine ganz, ganz tolle Sache, bei der ich ganz ein bisschen stolz bin, dass ich daran mitwirken durfte, dass es ins Leben gerufen wird. Heute habe ich damit wirklich wenig zu tun. Die ganze Arbeit an diesem Regelwerk machen andere Leute. Ich sitze wirklich nur noch ab und zu da und sage manchmal, hier gibt's auch. So, jedenfalls haben wir angefangen, uns dafür mal eine Welt auszudenken. Denn ich moderiere so ein Format auf Rocket Beans TV. Unter anderem aber auch für öffentlich-rechtliches Fernsehen sogar mittlerweile. Das läuft auch im Internet, bei Funk, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Dafür erfinde ich solche Welten bzw. Abenteuer. Bin quasi Autor solcher Formate, bin aber auch Spielleiter in diesen Spielen. Also quasi derjenige, der den Leuten erzählt, wie sieht die Welt aus, was riechst du, was hörst du, was schmeckst du. Der zur Basis liegen halt Welten und Geschichten. Und irgendwann habe ich einfach angefangen, die zu schreiben. Und je mehr man sowas macht, desto mehr interessiert man sich dafür auch. Und im Laufe dieses Schreibens habe ich irgendwann von diesen Büchern gehört. The Positive Trait Thesaurus, davon gibt es mehrere. Es gibt hier Emotions, Negative Traits, die sind leider alle auf Englisch. Angela Ackermann und Becca Pluglisi. Ich glaube, Noel Eto hat irgendwann, also Mod auch in diesem Stream, hat irgendwann mal Links ins Discord gehauen zu diesen Büchern. Für jemanden, der gerne schreibt und des Englischen mächtig ist, ist das eine Riesenempfehlung. Was tut so ein Buch? In diesem Buch kann ich mir zum Beispiel positive Charakterschaften angucken. Zum Beispiel generous, jemand, der großzügig ist. Dann steht hier, woher kann das kommen? Mit welchen anderen Eigenschaften kann das verknüpft sein? Was sind bestimmte Herausforderungen für jemanden, der das macht? Was denken Menschen, die großzügig sind? Was sind Sachen, also wie kann man großzügig werden? Wie kann man diese Eigenschaft vielleicht auch verlieren? Und was sind vielleicht auch negative Eigenschaften, die damit einhergehen? Und dafür hat man dann den Negative Trait Thesaurus. Das hier. Da stehen dann negative Eigenschaften drin. Wir schlagen zum Beispiel auf und haben Know-it-all, jemand, der ein Klugscheißer ist, der einfach immer alles weiß. Und dann kann man hier nachgucken, was gibt es noch für Wörter, was gibt es für Gedanken, die so einen Charakter vielleicht prägen würden. So, das Gleiche gibt es hier für Orte und, und. Und auf Basis dessen und auf Basis unserer eigenen Kreativität haben wir angefangen, eine Welt zu erschaffen. Diese Welt haben wir Annapun genannt. Was ist Annapun für eine Welt? Grundidee. Welt, die wie ein Zoo aufgebaut ist. Alle Arten leben in abgetrennten Bereichen. Dann entscheidet sich der Kurator, den Bereich, in welchem unser Hauptcharakter lebt, neu zu vergeben. Er schaltet daher die Sonne ab, um die Welt zum Tod zu verurteilen. Und der Gegenspieler ist der Kurator, haben wir eben schon gelesen. Der Kurator ist der Verwalter, Pfleger und Schöpfer der Welt von Annapun und allen anderen Welten. In seinem Archiv hortet er Arten ähnlich einem Zoo. Das ist erstmal alles nur rudimentär. Unsere Welt. Es gibt das Volk der Winka, Nomaden, weil sie vom Kurator fliehen. Unser Volk ist quasi Futter für andere Terrarien. Und alle Namen in der Welt beginnen mit A. Warum das alles? Wir haben uns überlegt, dass das Volk der Winka ist sowas wie Heuschrecken im Zoo. Oder in so einer Tierhandlung. Die werden nur gezüchtet, um die an andere Tiere zu verfüttern. Was die also tun, ist, immer wenn der Kurator kommt und welche rausfängt, um die zu verfüttern, denken sie, jetzt müssen wir weiterziehen, sonst findet er uns so einfach nächstes Mal. Und außerdem haben wir gesagt, hey, weil das ja sowas wie eine Zucht ist und das für ihn einfacher zu verwalten ist, heißt alles in dieser Welt wie A.
Die Welt heißt Annapun und unser Charakter heißt Atlas. Und alle von unseren Freunden haben auch Namen mit A, weil das am Anfang einfach so vergeben wurde. Und es gibt vielleicht andere Terrarien und denen haben alle Sachen Namen mit B. Oder alle haben Namen mit C, mit D, keine Ahnung was. So. Dann haben wir uns To-Dos noch aufgeschrieben. Referenz zu Zoobesuchern, denn das haben wir noch gar nicht, oder zu Handlungsbesuchern. Der Moment des Fangens haben wir auch noch nicht inszeniert. Opferung. Wir haben darüber nachgedacht, ob es nicht sein könnte, dass in unserer Welt würde es ja Sinn machen, dass bestimmte Individuen werden irgendwo hingebracht, wo sie auf jeden Fall gefunden werden. Vom Kurator. Das heißt quasi der sichere Tod, damit andere nicht gefangen werden. Und Zucht und Tausch von Arten, haben wir auch noch nicht drüber nachgedacht. Wie kommen wir auf all diese Ideen? Was wir zum Beispiel gemacht haben ist, wie funktioniert Kreativität meiner Meinung nach? Kreativität ist Rekombination von Bekanntem. Das heißt, wir wenden abstrakte Konzepte, die wir schon kennen, auf neue Dinge an. In unserem Falle haben wir zum Beispiel das Konzept eines Zoos genommen und haben es relativ direkt übersetzt. Aber bleiben abstrakt. Ich kann mal eben The Rule, The Urban Setting. Ich mach mal die Seite von Zoo auf. Da ist es, Zoo. Dann haben wir überlegt, was macht in dieser Welt alles Sinn? Wie finden wir Namen zum Beispiel? Wir haben einfach, ich glaube, die Göttin des Waldes gegoogelt. Ne? Da war Annapurna. Und haben dann es einfach Annapun genannt. Das Volk der Vinca. Was war nochmal Vinca? Wo hatten wir das? Latein, ne? Gefängnis. Ah, genau, weil die gefangen sind. Vincere oder Vincere? Es war Einsperren oder Gefängnis, ne? Eine Berggöttin, glaube ich. Ja, irgendwie so. Wir haben einfach stumpf gegoogelt, Waldgöttin, und da wurde Annapurna und haben wir einfach Annapun genommen. Beziehungsweise gefangen. Vincula. Genau, stimmt, daher war das. Vincula. So. Bis jetzt haben wir, was wir bis jetzt gemacht haben, wir haben bis jetzt einfach darüber nachgedacht, was soll unsere Welt sein? Wie soll unsere Welt aussehen, sich anfühlen und so? Und das ist einerseits ein super kreativer und spannender Prozess. Aber ihr merkt schon, meiner Meinung nach kann man sich eine gute Welt nicht einfach so ausdenken. Man muss schon ein paar Regeln beachten. Eine gute Welt folgt einer Logik, die hat Regeln, die muss zusammenhängend sein. Warum sind Dinge, wie sie sind? Also, keine Ahnung, bei Beards zum Beispiel mich hingesetzt und mir zuerst die Mythologie überlegt und dann gedacht, okay, und diese Mythologie, woher kommt die? Warum denken die Menschen, Dinge seien so? Und dann muss man überlegen, warum denken die, es gibt einen Fluss, der über Leben und Tod entscheidet? Da dachte ich, na, weil viele von den Leuten, die sie verlieren, mit dem Boot wegfahren und weil, wenn ein Kind geboren wird, ist auch Wasser im Spiel, Fruchtwasser. Das könnte ja in ihren Köpfen Sinn machen, dass Wasser irgendwie eine Rolle spielt. So. Und in unserem Fall war es jetzt so, dass wir uns überlegt haben, wenn dieses Volk, der Vinca, in diesem Terrarium lebt und nicht weiß, dass es sowas wie den Kurator gibt oder so, für die ist das einfach die Welt, in der sie leben. Die leben in so einer Art Tupperbox quasi. Und diese Superbox hat Natur in irgendeiner Form, die hat eine Umgebung, aber die wissen halt nicht, was diese Welt prägt. Das ist für sie halt alles neu. Dann folgt das ja trotzdem Regeln. Dass sie rumziehen, warum sind die Nomadenvolk? Dass wir das cool finden, ist keine gute Begründung, warum das so ist. Dann sollte man überlegen, wenn ich das möchte, dann sollte ich eine Begründung dafür haben. Und daher kommt, was ihr auch bestimmt schon mal gehört habt, Kill Your Darlings. Manchmal hat man Gedanken, die gefallen einem einfach nur gut, aber die machen keinen Sinn. Und wenn man das bemerkt, dann muss man in der Lage sein, sich von sowas zu verabschieden manchmal. Wenn wir jetzt zum Beispiel merken, dass das irgendwie keinen Sinn macht, dass die alle mit Ahnennamen haben, weil die ja einfach nur Futtertiere sind und das steht uns bei irgendwas anderem im Weg, dann müssen wir in der Lage sein zu sagen, dann verabschieden wir uns davon. Und das passiert halt dann manchmal. So, dass einfach Dinge aus einer Welt rausfliegen müssen. Und was ist mit dem Ultra-Core? Das geht auch noch weiter. Ultra-Core geht auch weiter. Macht euch keinen Kopf. So. Jetzt können wir wieder in die Welt gehen. Also ich bin ja davon ausgegangen, was wir eigentlich sind. Unser Kurator ist ja sowas wie ein Sammler. Der sammelt einfach Lebensformen. Und diese Lebensformen, also ich weiß nicht, ob er die schrumpft, das könnte man sich natürlich erklären. Was unsere Idee war, war ja, es gibt dann irgendwie ein Terrarium, in dem leben Rehe. Und es gibt eins, in dem leben völlig abgefahrene Alienarten. Es gibt vielleicht eins, in dem lebt sowas wie Menschen. Wir haben ja noch nicht mal drüber gesprochen, wie sieht unser Volk aus. Wer sind wir? Wie sehen wir aus? Sind wir humanoid? Sind wir ein Tier? Sind wir irgendein Alienwesen? Also sehen wir aus wie hieß das Volk in Avatar, Navi oder so? Also sehen wir im weitesten Sinne schon irgendwie aus wie Menschen? Oder sind wir was komplett anderes? Sind wir eine Kuh? So, was sind wir? Und meiner Meinung nach, was immer, das ist, wenn ich für die Spielerinnen und Spieler in unseren sonstigen Runden schreibe ich immer mal wieder auch, schreibe ich dann so Exposés. Was macht diese Welt aus? Wie sieht diese Welt aus? Und was ich da oft mache, ist Regeln reinschreiben, was geht nicht. Und ich versuche, die so klein zu halten, wie es geht, diese Regeln. Aber eine der wichtigen Regeln sind bei mir immer Alter und Körpergröße. Warum? Wenn man Menschen spielt und die spielen in einer halbwegs realistischen Welt,
Oder diese Welt hat Regeln. Ultra-Core, schönes Beispiel. Wenn man einen Mutanten spielt, also wenn man zum Beispiel so jemanden spielt, der einfach aus dieser mutagenen Welt kommt, dann habe ich eben gesagt, maximale Größe, die ich dulde, sind trotzdem 3 Meter. Warum? Alles, was größer als 3 Meter ist, ist einfach sau unpraktisch. Die können dann keine Gebäude betreten, nie geht irgendwas und so. Und das sollte man bei so einer Welt beachten. Was kann mein Charakter oder was können meine Charaktere? Denn auch wenn wir uns Atlas überlegt haben, das macht ja eigentlich erstmal gar nicht so richtig Sinn, dass wir uns diesen Charakter überlegt haben. Denn wenn wir jetzt eine Pen-and-Paper-Welt schreiben, muss es ja ein Abenteuer geben, das jeder in dieser Welt schaffen kann. Das heißt, entweder spielt jemand Atlas oder wir treffen Atlas oder Atlas existiert nicht. Wie wäre es mit einer Art Baumwesen? Warum? Also wer isst gerne Baumwesen? Ich bin jetzt da, wobei könnte natürlich schon sein, dass man sagt, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, also entweder müssten wir ein spezifisches Futtertier sein, aber ich dachte, es macht ja am meisten Sinn, wir sind quasi einfach Proteinlieferant für diese Farm. Sozusagen. Das heißt, der fängt uns da raus, also uns und unsere Artgenossen, und schmeißt uns einfach in ein anderes Gehege. Jetzt fangen wir auch mal an, hier eine Ordnung reinzubringen. Großer Fan von sehr ordentlichen Dokumenten bin ich ja. Zack, hier, Überschrift 3, unsere Welt, wird Überschrift 2. Dann kann man nämlich hier links sich so ein Inhaltsverzeichnis anzeigen lassen. Toll ist das. Die Grundidee, Überschrift 2. Haben wir hier allgemeines. Ordentlich gepflegtes Dokument. Gibt nichts drüber. So. Humanoide Insekten werden für die Spieler leicht nachvollziehbar und haben Proteine, sowie halt Heuschrecken. Und haben halt natürlich einen hohen... Also, was wären Eigenschaften? Sind wir jetzt einfach mal... Wir sind jetzt mal knallhart. Was sind Eigenschaften, die ein gutes Futtertier hat? Reproduktion. Guter Punkt. Schnelle Reproduktion. Macht Sinn. Schnelle Reproduktion. Günstig im Unterhalt. Macht auch Sinn. Wenig Nahrungsbedarf. Wenig Platzverbrauch. Macht Sinn, dass die klein sind erstmal. Oder zumindest wenig Platz verbrauchen in irgendeiner. Pflanzenfresser macht. Ist super guter Punkt. Klingt erstmal albern, aber natürlich. Macht da wenig Sinn, wenn wir Zuchttiere machen, um Zuchttiere zu füttern. Leicht zu fangen ist auch ein sehr guter Punkt. Leicht zu fangen. Das heißt grundsätzlich geringe Intelligenz, so hart das jetzt klingt. Wenn man nennt es, fassen wir unter leicht zu fangen zusammen. Machen wir insgesamt, ich glaube, wenig Nährstoff. Machen wir nicht wenig Nährstoff, sondern wir machen einfach mal anspruchslos. Schwach ist ein guter Punkt. Nicht wehrhaft, mache ich mal, okay? Nicht wehrhaft. Denn es macht natürlich keinen Sinn. So, und dann haben wir natürlich auch schon ein spannendes Motiv. Ich finde nämlich zum Beispiel, was ist ein gutes Beispiel? Jetzt gehen wir wieder an Referenzen. Denken wir mal an Ants zum Beispiel. Nein, je nachdem, was die herrschende Spezies für ethische Vorstellungen hat, ist die Intelligenz wichtig. Na, wir wären ja Futtertiere in der Welt. Das heißt, hier wäre die Intelligenz denen jetzt völlig egal. Für den Kurator wäre es am besten, wenn wir keine Ausbruchsversuche machen, uns möglichst ergeben in unser Schicksal und so viel irgendwie produzieren, wie es irgendwie geht. Koloniales oder Herdenleben, ja. Herdenverhalten. Kolonien. Macht schon Sinn, dass wir einfacher zu finden sind. Allesfresser, ich habe hier einfach mal anspruchslos insgesamt gemacht. Allesfresser, ja, stimmt, macht eigentlich sogar noch mehr Sinn. Hast völlig recht, Allesfresser ist sogar noch viel besser. Dass man, dass er quasi Abfälle reinwerfen kann, dann wird einfach losgelegt. Ah, Referenzen. Was spannend hieran ist, die grundsätzlich unterschätzt zu sein, ist ein spannendes Motiv, das man quasi gegen das man ankämpfen kann in so einem Abenteuer. Das ist immer spannend, Underdogs zu spielen. Also, wenn von vornherein von uns erwartet wird und die Welt um uns herum erzählt uns, ihr seid nicht klug, ihr braucht nicht kämpfen, ihr sollt euch nicht wehren, die ganze Kultur ist darauf aufgebaut, sich in sein Schicksal zu ergeben. So, dann ist es natürlich super spannend, wenn unsere Gruppe auf einmal Protagonisten sind, die sagen, nee, das geht so nicht. Das hat uns ins Unglück geführt, dagegen müssen wir jetzt kämpfen. So kann es nicht weitergehen. Ist das Vorbereitung für ein Pen and Paper? Wir erschaffen einfach selber eine Welt. Ist einfach zum Spaß. Robust, habe ich gerade gesagt. Finde ich zum Beispiel gut. Das wären ein paar positive. Robust finde ich ist auch sehr gut. Das stimmt. Schnell wachsend. Wir haben schnelle Reproduktion haben wir gemacht. Aber stimmt, schnelles Wachsen ist natürlich auch, ist eigentlich auch wichtig. Schnelles. Lassen wir unter schnelle Reproduktion. Okay, ich glaube, wir wissen, was wir damit meinen. Wie die Mudokons of Oddworld. Oddworld hatten wir auch schon als Referenz drin. Passt halt auch wirklich ganz gut. Auch nochmal der Hinweis, der hat gerade True Pomelo schon gemacht. Wenn ihr was lest im Chat, was ihr spannend findet, dafür sind die Emotes in diesem Chat vor allem gedacht. Ein Pfeil nach oben plus den Namen sagt mir, was diese Person gesagt hat, finde ich wichtig. Finde ich eine wichtige Aussage zu dieser Welt. Vielleicht ein Exoskelett? Dazu können wir ja gleich kommen. Also das Aussehen würde ich gleich mal angehen.
Ich gucke gerade, fehlen uns jetzt noch irgendwelche wichtigen, genügsam anstatt anspruchslos, genügsam ist besser, ist sehr gesagt, ja, genügsam trifft es besser. Hohe Regeneration, macht das Sinn? Also, das Ding, so hart das jetzt klingt, bei Futtertieren, wenn die schnell reproduzieren, ist mir per se erstmal lieber, als wenn die sich besonders gut heilen können. Ist mir eigentlich egal. So. Es ist super hart, das jetzt so auszusagen, aber wenn ich jetzt Heuschrecken züchte, um die zu verfüttern, dann ist mir erstmal egal, ob die jetzt gut heilen. Die Zeit investiere ich in die ja gar nicht. Ich möchte einfach nur, dass ganz viele dabei rauskommen. Das ist super schrecklich, aber ist eben auch der moralische Konflikt, mit dem unsere Welt sich hier gerade auseinandersetzen muss. So. Gute Reflexe, weil Beutetier macht schon Sinn, aber Camouflage macht leider gar keinen Sinn, denn der Kurator will uns ja einfach finden. Also, dass wir uns gut verstecken können, wäre so das Letzte, was der möchte. Ja, robust haben wir auch reingeschrieben. Also, wir haben gesagt, sollen robust sein, sollen nicht so einfach krank werden. Ich schreibe mal Mutationen auf, weil, das wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, es macht natürlich Sinn. Schnelle Reproduktion geht natürlich nach meinem Verständnis auch mit einer höheren Chance auf Mutation einher. Mutation, hohes Mutationspotenzial. Hohes Mutationspotenzial. Ist natürlich spannend dann auch. Friedlich ist ein guter Punkt. Sollten auf jeden Fall eher friedfertig sein. Also es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass man ein Futtertier züchtet, das besonders kämpferisch ist. Auffällige Chitinpanzer zum leichter Finden. Also auffällig farbig, farbig auffällig ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Könnte halt fürs Aussehen auch super spannend sein, ne? Dass wir halt sagen, ey, die haben zum Beispiel einen Chitinpanzer, der... Okay, dann gehen wir mal den Schritt zum Aussehen. Machen wir mal Aussehen. Jetzt haben wir unsere Merkmale festgelegt, denen wir das unterordnen müssen. Dann können wir auch jetzt beim Volk der Winker, dann sind wir jetzt im Unterpunkt Heading 4. Aussehen der Winker sind wir jetzt dann quasi. Farbig auffällig würde Sinn machen, oder? Farbe ist meist giftig. Das ist ein guter Punkt. Das ist natürlich ein sehr guter Punkt, dass eigentlich Farbe immer giftig ist. Aber die könnten ja zum Beispiel... Also ich meine, wir bestimmen ja die Logik unserer Welt, ne? Wir können natürlich jetzt sagen, dass die das halt nicht haben. Oh, Farbe in der Paarungszeit finde ich spannend, weil gehen wir mal davon aus, dass das so ist wie, wo ist das Herr der Fliegen? Nicht Herr der Fliegen, sondern Kinder des Korns. Ab einem bestimmten Alter entwickeln die einen Farbton, der es leichter macht, dass sie gesehen werden. Und darum müssen die von der Kolonie weg. Also sagen mal, die werden 2 Jahre alt und dann verfärbt sich die Chitinpanzer, weil sie paarungsfähig werden. Und diese Färbung ist aber auch gefährlich. Das würde natürlich eigentlich auch für eine Dynamik in der eigenen Population sorgen. Das ist natürlich grundsätzlich nicht schlecht, schon spannend. Gepanzert und Fell gemischt, finde ich auch spannend. Haben die eine humanoide Körperform? Haben wir noch gar nicht gesagt, wie die aussehen. Farbigkeit entwickelt sich mit der Geschlechtsreife. Und mach mal in Klammern soziale Auswirkungen dahinter. Na, sie wissen nicht, vor wem sie fliehen. Also hier hattest du gerade gesagt, Milliektor, ich blende es mal ein. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr machen. Aber dann müssten sie ja wissen, dass sie vor dem Kurator weg müssen. Da wäre schon klar, dass sie nur Nahrung sind. Also, was die denken ist, dass da irgendwas kommt und sie fängt. Wer das ist, was das ist, das haben wir uns noch nicht überlegt, wie sie das sehen. In ihrem Kopf macht das irgendwie alles Sinn. Aber ihnen ist nicht klar, dass das ein Kurator ist. Das ist so groß und so weit weg. Das kann ja auch ein Fangmechanismus sein. Oder sie haben sich vielleicht auch einfach daran gewöhnt, dass sie die einfach opfern. Dass die dann auf einen bestimmten Berg gehen und das ist, wo der Kurator die fängt. Und niemand weiß, was genau mit denen passiert. Die wissen nur, dass wenn sie das nicht machen, passiert was Schlimmes. Und das ist seit Generationen vergessen, was eigentlich passiert, wenn niemand auf diesen Berg geht. Wie pflanzen sich fort, wenn die Farbigen sterben? Es könnte natürlich zum Beispiel sein, bei Lachsen ist das so, ne? Wenn Lachse laichen, dann kriegen die ja so eine rote Färbung, glaube ich, ne? Und nach dem Laichen sterben die einfach. Das heißt, nach der Geschlechtsreife sterben die sowieso. Das müssen wir jetzt nicht auch so machen, aber grundsätzlich ist halt danach... Also es gibt viele Tierarten, bei denen ist danach dein biologischer Zweck quasi erfüllt. Und dann sterben die halt, die Individuen. Eier legen wäre schon sinnvoll für unser Szenario. Finde ich auch grundsätzlich nicht schlecht. Was für uns kontraproduktiv wäre, wenn das irgendwie so wäre, dass es eine Königin gibt und alle anderen sind so. Ich glaube, auch wenn das natürlich per se jetzt nicht absolut sinnlos ist, aber für uns wäre es spannender, wenn das nicht so wäre. Wenn die nicht in der Kolonie in der Form leben, sondern wenn zumindest individuelle Individuen quasi in irgendeiner Weise sich fortpflanzen. Sind männliche Tiere und weibliche Tiere in gleicher Anzahl vorhanden? Gibt es männliche und weibliche Tiere? Ist natürlich auch eine Frage. Also grundsätzlich müssen wir das ja nicht machen. Wenn wir jetzt sagen... Also die Idee von, ja, wobei es ist natürlich immer einfacher, weil dann das im Konzept, glaube ich, immer leichter ankommt. Kann aber auch sein, ist bei Schnecken ist das so, ne, dass die einfach alle Zwitter sind.
Und es können einfach zwei zusammenkommen und können Nachkommen haben. Wer das ist, spielt keine Rolle. So. Eigentlich macht das sogar noch mehr Sinn. Eigentlich ist Zwittrigkeit für ein Futtertier eine ziemlich gute Eigenschaft. Weil du dann dir keine Sorgen um die Verteilung in deiner Kolonie machen musst. Du musst dir nicht Sorgen machen, oh, habe ich jetzt zu viele Weibchen oder zu viele Männchen rausgepickt. Ist eh egal. Ah, das finde ich einen spannenden Punkt. Was Lord Hamsterstein meint. Sekunde, ich blende es mal ein. Die Winker sind zum Beispiel blau, weil sie eigentlich aus einer blauen Welt stammen. Der Kurator hat sie aber in eine grüne Welt gesteckt. Das wäre natürlich spannend, ne? Dass er die bewusst in eine Welt gesteckt hat, in der die Farbe, die sie eigentlich haben, anders ist. Damit er sie leichter finden kann. Und das können sie ja auch rausfinden. Dass sie dann auf einmal in einem benachbarten Terrarium sind und dann sind da alle grün und die Welt ist aber blau. Ihre Farbe ist bewusst fremd zu ihrer Umgebung gewählt, um sie leichter aufspüren zu können. So, und jetzt kommt natürlich auch schon leichter aufspüren zu können. Dann kann man natürlich, wenn man es jetzt ganz klassisch machen will, Atlas, dann ist Atlas hat eine andere Farbe. In Klammern Mutation. Weil das kann ja dann auch damit einhergehen, dass er das als Schwäche sieht und das wird dann seine Stärke. Das ist immer eine schöne Charakterentwicklung. Wenn jemand was hat, was nicht gut ist, wie, weiß nicht, wer ist ein klassisches Beispiel? Nemo mit seiner kleinen Flosse, die anders ist. So. Und dann muss er halt lernen, trotzdem stark zu schwimmen. Er muss halt dagegen ankämpfen, dass was mit ihm nicht so ist, wie andere das gerne hätten. Und das ist halt immer eine spannende Motivation für einen Charakter. Rudolf. Oh, super klassisches Beispiel. Rudolf, das Red-Nosed Reindeer. So, der halt eine rote Nase hat und was alle als seine Schwäche sehen und sich über ihn lustig machen, wird auf einmal zu seiner Stärke. So, jetzt kommen wir mal zu den Hard Facts. Jetzt zu den Hansern. Machen wir mal... Hatten wir gesagt, das sind Insekten. Sind diese Wesen Insekten? Ich finde das persönlich spannend. Macht man selten, ist irgendwie cool, aber das wäre jetzt, glaube ich, wirklich so, weil man das gerne machen will. Die können auch... Sowas wie Säugetiere sein, die können irgendwas ganz anderes sein. Reptilien ist das Problem. Reptilien sind ja eigentlich sehr langsam in ihrer Reproduktion, oder? Also, dafür sprechen eigentlich Säugetiere und Insekten, weil die sehr schnell reproduzieren. Reptilien sind sehr langsam, ne? Langsamer Stoffwechsel, schlechte Nahrungsverwerter, Amphibien und Reptilien. Die sind eigentlich ja, also, nee, sind gute Nahrungsverwerter, sehr wenig energieaufwendig, aber sehr langsam Zyklus, glaube ich, ne? Wir machen einfach mal eine Abstimmung, dafür haben wir das Feature. Lass uns doch sagen, plus, ich blende das mal ein, plus ist, ja, lass uns Insekten machen, minus ist Säugetiere, plus minus ist, lass uns was ganz anderes machen. Also, plus, was hatte ich jetzt gesagt, plus Insekten, minus Säugetiere, plus minus, lass uns was ganz anderes machen. Plus Insekten, minus Säugetiere, plus minus, was anderes. Pilze finde ich auch spannend, war auch eine spannende Idee. So Pilzwesen, Pilze haben viele dieser Eigenschaften. Auch spannend, dass sie sich über Sporen weiterentwickeln natürlich, weil die dann halt quasi gar keine Form von intergeschlechtlicher Pilze verwerten alles, ist auch keine schlechte Idee. Pilze wären doch stationär. Na, unsere Pilze können ja rumlaufen. Also können ja auch eine Art Myzel sein und laufen aber rum. Dann sind das halt die Fruchtkörper und der Rest vom Pilz ist halt unterirdisch. So. So, hier sagen jetzt aber, 49% sagen soll... Ja, sollen wir nochmal abstimmen, das mit den Pilzen, das finden jetzt viele gut, ne? Komm, wir machen nochmal eine Umfrage. Einfach, weil das eine gute Idee ist und die kam so spät. Ich blende nochmal aus und versuche nochmal neu einzublenden. Ist zurückgesetzt. Ja. Plus Insekten, plus minus ist Pilze, minus ist Säugetiere. Nochmal, also wir haben nochmal abgestimmt. Plus Insekten, plus minus Pilze, minus ist Säugetiere. Sorry, dass wir jetzt direkt nochmal machen, aber Pilze ist eine coole Idee und es fanden viele gut. Wenn jetzt die Insekten trotzdem gewinnen, haben wir es. Ist cool, aber so können wir nochmal. Sind Pilze denn so nahrhaft? Eigentlich schon. Gibt schon, also Baumpilze zum Beispiel haben extrem hohen Nährstoffgehalt im Verhältnis zu dem, was sie irgendwie was sie brauchen. Ist ein guter Punkt, dass unsere Pilze müssten schon einen hohen Proteingehalt haben. Aber es gibt schon Pilze, die sind schon sehr nahrhaft. Warum nicht ein Insekt-Pilz-Mix? Können wir dann auch machen. Wir können ja auch sagen, unsere Insektviecher haben auch Pilze, also unsere Pilze haben auch Insekteneigenschaften oder so. Also unsere Pilze könnten ja auch Sporen Eier legen oder so. Oder, keine Ahnung, pusten so eine Art Sporending in den Wind. Oh, das wäre geil, weil wir haben ja gesagt, die gehen zum Beispiel auf so... Ach, hier ist so eine kleine hässliche Ekelfliege, die mal schnell weg. Wir haben ja gesagt, die gehen zum Beispiel auf so einen Berg oder so, um quasi Kinder zu gebären oder Nachwuchs zu erzeugen. Da werden sie dann gefangen.
Wenn das Pilze wären, würde es ja Sinn machen, dass sie da hochgehen, ihre Sporen abstoßen, die werden in diese Tupperbecher runtergespült und danach fängt dann der Kurator sie. Und immer wenn dieses Fangen ist, ist halt quasi dieser Zyklus. Das ist dieser Zyklus, der stattfindet. Die gehen da hoch und abends wissen die dann, ah, okay, danach ist halt immer Fangen, keine Ahnung, jeden Abend um 17 Uhr ist halt, fängt der Futtertiere ein. Das ist schon ziemlich gut, das ist eine gute Idee. Das machen wir mal schnell. Findet ihr das auch gut? Finden viele gut, glaube ich. Okay, dann lass es doch machen. Erstmal, ja, es wurde jetzt für Pilze abgestimmt. Ob das dann wirklich Pilze sind, Pilzinsektenwesen, Pilzalgenwesen, das können wir ja gleich noch machen. Flechten ist ja auch immer spannend, aber wie ernährt sich das Pilzvolk? Die würden ja gefüttert werden wahrscheinlich. Also, ich sag mal so, ihr habt eben gesagt, Allesfresser, das sind Pilze. Wenn ich der Kurator wäre, würde ich da Abfall reinschmeißen. Und das Spannende wäre nämlich, in diesem Abfall können ja dann auch andere Wesen sein. Und wir sind die einzigen Wesen, die irgendeine Vorstellung davon haben, dass es andere Wesen gibt. Das ist der einzige Vorteil, den wir gegenüber diesen anderen Terrarien haben. Denn wir kriegen dann zum Beispiel eine Giraffe, wir kriegen irgendein Alienwesen. Und daher kommt unsere, wissen wir, es gibt andere Völker, aber dass die, wo die leben, was die machen, das ist uns komplett fremd. Und der schüttet dann einfach Abfall in unser Ding. Ich fasse jetzt alles erstmal, das räumen wir nachher so ein bisschen auf. Dann mache ich jetzt erstmal hier einen Punkt Nahrung. Der Kurator füttert die Pilzwesen der Vinca mit Abfällen aus den anderen Terrarien. Punkt. Daher kennen sie sogar andere Wesen. Dann ist nämlich auch spannend, theoretisch könnte dann ja was noch Lebendes bei uns reinkommen und wir hören von anderen Universen und so. Also es ist ein spannender Aspekt, dass aus diesen anderen Dingern was zu uns runterkommt. Fortpflanzung. Sorry, wenn ich mich oft vertippe, ich bin ja an der Tastatur. Ups, habe ich hier schon gemacht. Naja, lassen wir jetzt einfach so. Mach ich gleich. Ich vertippe mich sehr oft, weil ich ja an der japanischen Tastatur-Layout bin. Fortpflanzung. Die Vinca streuen ab einem gewissen Alter Sporen von einem höher gelegenen Punkt. Höher gelegen macht man zusammen auseinander, ne? Höher gelegenen Punkt in das Terrarium und werden danach vom Kurator gefangen und verfüttert. Das Ding ist, wir können es ja auch selber überlegen. Ne? Wir können die Eigenschaften von Pilzen nehmen, die wir cool finden. Und die Eigenschaften, die wir nicht haben wollen, die nehmen wir einfach nicht. So. Also wir können zum Beispiel sagen, keine Ahnung, unsere Pilze haben Fleisch. So, das sind einfach Fleischpilze. So. Sollen wir das Fangen nicht positiv besetzen? Ich würde das positiv besetzt sehen. Für die ist einfach Ende. Nach diesem Sporen abwerfen ist für die Ende. Das ist einfach normal. Also die Frage, ob das gut oder schlecht ist, die stellen die sich ja, glaube ich, gar nicht. Die gehen auf diesen Berg, werfen Sporen ab und dann werden die gefangen. Ich glaube, das Spannendste an der Welt ist immer, das habe ich aus den Funkabenteuern gelernt, wenn du die moralische Bewertung der Welt den Zuschauern bzw. den Akteuren überlässt. Was gut und schlecht ist, das sollten die Spieler und Spielerinnen selbst bewerten. So, im Idealfall. Manchmal sollte man das tun, aber es ist natürlich am spannendsten, wenn wir gehen mit unseren moralischen Vorstellungen an diese Welt und finden das schrecklich, aber die finden das halt überhaupt nicht schlimm. So, der Kurator hat diese Art Vinca irgendwo gefunden und gedacht, die sind fucking perfekt. Das ist genau, was ich brauche, um das an die anderen zu verfüttern. Die sind halb tierisch, halb irgendwie pflanzlich. Die sind und noch Pilze. Die gehen da hoch, sterben danach eh, dann kann ich die auch auffressen und so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der nutzt das einfach aus, wie die sind, genau. Also kennen sie keine früheren Generationen? Nee. Sowas wie Alte gibt es in ihrer Welt nicht. Und das Spannende daran ist, dass deswegen die kein Wissen weitergeben können. Und das trägt natürlich super viel zu dieser Welt bei. Niemand kann ihnen je erzählen, dass er schon mal eine Giraffe getroffen hat. Alles, was in diese Welt kommt, ist für uns potenziell völlig neu. Nur Dinge, die weitergegeben werden, aber die verändern sich. Wenn die stille Post spielen, da ändert sich ja ständig was. Finden die dann Werkzeuge oder so? Also, für mich wäre das eine Rotation. Das ist nicht, die ganze Population stirbt, nächste Population. Das würde ja keinen Sinn. Der will ja auch die ganze Zeit Leute verfüttern können, potenziell. Also, nur einen Tag leben wäre natürlich krass. Ich würde sagen, die leben halt eine gewisse Weile und irgendwann sind die dann alt genug und dann gehen die auf diesen Berg, werfen Sporen ab und werden gefressen.
die haben schon eine Kultur, die können reden, die haben vielleicht eine Schrift, die geben Wissen weiter, aber es gibt halt keine Alten in dieser Welt. So, das existiert einfach nicht in ihrer Welt. Und dann geht da ein Grünhautpilz auf den Berg, der Kurator verschläft und auf einmal kommt er als Rothautpilz zurück und die ganze Welt aus dem Kopf gestellt. Auch eine coole Idee. Wir hatten ja gesagt, dass in unserer Welt unsere Idee war, dass der Kurator irgendwann beschließt, ich will dieses Terrarium jetzt einfach anders benutzen und macht die Lampe aus. Und auf einmal ist quasi eine Nährstoffquelle dieser Welt weg. Und dann kann ja alles zusammenkommen. Auf einmal kommen die Pilze von diesem Berg auch wieder runter. Und die sind da einfach noch. Die sind nicht weg. Niemand hat die weggenommen. Und die wissen auch, die Welt ist halt, die wissen alle nicht, was sie machen sollen. Völliges Chaos. Auf einmal sind, und dann auch, das wird ja auch voll das Problem. Es wird ja immer größer. Plötzlich ist dieses Terrarium auch völlig überbevölkert. Binnen 3-4 Tagen würde sich ja die Population so krass vervielfachen und so. Die haben dann nach dem Spornabwurf eine andere Farbe. Kann man auch machen. Finde ich auch spannend. Bessere Futterquelle gefunden. Ja, oder er braucht die einfach nicht mehr. Genau, geht auch. Das ist eine bessere Futterquelle. Spannend wäre natürlich, wenn wir dann beim Ausbrechen ins Nebenaquarium, also ins Nebenterrarium kommen und da haben die dann die andere Farbe. Unsere Pilze sind halt alle rot und wir leben in einer grünen Welt und dann in der Nebenwelt ist alles grün und die Pilze sind rot. Das heißt, die müssen auch von Ackerbau oder Licht leben neben dem Müll. Die brauchen zum Wachsen einfach Licht. Wenn das Pilze sind, dann brauchen die, also nicht alle Pilze brauchen Licht, aber würden wir mal sagen, unsere Pilze betreiben in irgendeiner Form Photosynthese oder so. Die brauchen in irgendeiner Form Licht oder Nährstoffe oder Feuchtigkeit zum Wachsen. Also ich glaube, Licht ist dann gar nicht mehr so ein Punkt. Könnten wir natürlich sagen, das ist halt Feuchtigkeit. Es wird halt besprüht und diese Welt trocknet einfach aus. Die Sporen werden bei Sonnenaufgang verteilt. Als die Sonne nicht mehr aufgeht, werden die Sporen nicht verteilt. Oder die Sporen brauchen halt Feuchtigkeit, um aufzugehen. Und seit er das nicht mehr bestäubt, werden keine neuen mehr geboren. Und die werden alle älter und älter. Und diese ganze Gesellschaft verändert sich ja dann auch super krass. Alle sind ja völlig aufgeschmissen dann in unserer Welt. Weil es gibt niemanden, der alt ist. Nachdem Atlas seine Sporen abgesetzt hat. Also erstmal, sagen wir mal, Atlas hat eine andere Farbe. Und dann wird schon diskutiert, ob Atlas auf diesen Berg hoch darf. Und dann geht er da hoch, wirft seine Sporen ab und ausgerechnet dann kommt kein Wasser. Und alle geben ihm die Schuld auch. Alle geben Atlas die Schuld. Also es ist nur, weil er verflucht ist, der hat uns Unglück gebracht und so. Jetzt sollten wir aber, vielleicht ist jetzt der Punkt, wo wir wirklich weiter über das Aussehen nachdenken sollten. Laufen unsere Pilze auf 2 Beinen, 4 Beinen, kriechen die, rollen die? Ich glaube persönlich, ich bin immer ein Freund von Humanoiden, aber das heißt ja nicht, dass ihr das auch so sehen müsst. Ich mag diese unwahrscheinlichen Zufälle nicht als Plot-Device. Das ist ein guter Punkt. Das wäre natürlich ein schon unwahrscheinlicher Zufall, dass ausgerechnet, wenn er da hochgeht, dann das ausgeht. Das stimmt. Das hast du recht, ist kein guter Punkt. Können ja mal ein paar Bilder von Pilzen angucken. Pilze. Also ich meine, wahrscheinlich haben die einen Hut, ne? Die meisten Pilze in unserem Kopf sehen ja so aus. Das wäre eine Art Pilze, die wären ja nicht verschiedene Pilze. Die können Muster haben oder so. Pilze sind halt auch cool. Gibt es so viele verschiedene Muster und keine Ahnung was. Die können ja auch so klein und knubbelig. So fände ich gut. So ein kleiner, knubbeliger Pilz. So, weil das macht ja auch irgendwie Sinn, dass man einen besonders fleischigen, dicken Pilz hat. Und die könnten natürlich einfach 2 Füße haben. Oh, geil. Und wenn die dann nämlich abgeworfen haben, ist der Kopf so hochgeklappt. Vorher ist das so, hier ist ein Bild nebeneinander. Es wäre es quasi so. Und wenn die dann abgeworfen haben, klappt deren Hut auch so hoch. Und die sehen einfach völlig anders aus. Ja, so Wurzelbeine oder so ist auch nicht schlecht. Die haben halt keine Wurzel eigentlich, Pilze. Ne? Also ein Myzel haben die halt, ne? Wenn, dann können die auch ganz viele Beine haben. Haben wir auch ein paar von euch vorgeschlagen. Also hier sieht man mal so einen Querschnitt. Dass die halt hier so, die haben ja so ganz viel Myzel, das nach unten so. Hier sind, weil könnte natürlich so sein, dass sie 2 so Beinchen haben, theoretisch. Also, die können natürlich auch mehrere solche Köpfe haben. Ist natürlich auch voll cool, ne? Dass die nicht einen Hutkopf haben, sondern die sind halt quasi so ein Konstrukt von Pilzen. Das Coole dann ist, dass die alle unterschiedlich aussehen könnten. Also wisst ihr, die sind halt so ein Knopf, also ein Geknölle von Pilzen. Das ist nicht ein Pilz, sondern die können verschiedene Hüte an verschiedenen Stellen haben. Die können größer, kleiner sein und so. Mehrere Hüte gleich Rang höher. Ist eine coole Idee, dass wenn du ganz viele Hüte hast, bist du besonders ranghoch. So, das ist halt ein super besonderer Pilz. Kappe ist gepanzert als Schutz. Kann man machen. So Beine als Mütze. Also ich meine, theoretisch können die dann halt 1 Bein haben, also können die 2 Beine haben, 3, die können 6 Beine haben. Spielt dann halt keine Rolle, sind halt unterschiedlich, sehen halt alle ein bisschen anders aus. Also manche wären halt dann so, wären 2 Pilze, also wären 2, 3 Pilze, andere sind vielleicht so ganz viele kleine Pilze und so. Finde ich ehrlich gesagt sogar ganz cool, dass die so eine Art zusammengewachsenes Pilzkonstrukt sind. Pilz, Myzel, so schreibt man, ne?
Für alle, die nicht wissen, viele Pilze entwickeln sich über Myzele weiter. Die haben quasi so unterirdisch was Ähnliches wie Wurzeln. Die sind alle verknüpft und es ist mittlerweile bewiesen, dass die sogar Informationen austauschen, diese Myzele. Jeder Kopf eine eigene Persönlichkeit. Ist das spannend oder nicht? Ich finde das persönlich jetzt nicht so, aber wenn ihr jetzt sagt, ihr findet das super spannend, dass die verschiedene Persönlichkeiten in einem Lebewesen haben, wäre natürlich für ein Pen and Paper geil, ne? Dass die alle in einem Pilz spielen müssen. Also, die Idee ist natürlich schon ganz geil, dass die potenziell alle quasi, dass die alle in einem spielen müssen. Also, die können halt nur gemeinsam entscheiden, wo sie hingehen. Aber es ist halt immer super, also, es kann halt auch enttäuschend sein. Da sagen jetzt auch ganz viele, nee, ist doof. Ja, man will ja auch eine Rolle spielen. Ist blöd, wenn die dann alle einen spielen. Ich glaube, was cool wäre, ist, das sind mehrere Pilze, die zusammen einen Organismus bilden. Dann kann ich mir nämlich selber bei der Charaktererstellung überlegen, was soll mein Pilz können. Ich will zum Beispiel, dass mein Pilz gleiten kann. Dann kann der einen besonders großen Hut haben. Ich möchte, dass mein Pilz vielleicht besonders stark ist. Dann hat mein Pilz vielleicht besonders dicke Seitenstränge oder so. Ich möchte, dass mein Pilz besonders schnell ist. Dann hat er einfach ganz viele Myzelbeinchen oder so. Ich glaube, die Kreativität profitiert davon, wenn wir sagen, das ist so ein Konstrukt aus Pilzen. So wie hier, so eine Pilzknolle eher. Und die können verschiedene Dinge einfach. Hier, sowas ist auch so, geht in die Richtung. Ups, ich wollte eigentlich draufklicken. Ich glaube, das gibt uns die meisten Möglichkeiten für so eine Welt hier, da was. Dass wir sowas auch haben können. So ein Konstrukt aus Pilzen und das ergibt dann am Ende einen Körper quasi. Schlau sein gleich mehrere Köpfe, zum Beispiel, oder einen besonders großen Kopf. Wäre halt auch geil. Du hast halt irgendwie so 5 Pilzköpfe und du hast halt einen für mathematisches Denken, einen fürs Rätseln, einen fürs Sprechen und so. Du bist halt einfach super schlau. Du hast einen riesengroßen Kopf oder ganz viele kleine Köpfe oder so. So ein Kontakt mit dem Hive-Mind. Das wäre halt auch ganz geil. Die könnten also ein Myzel haben, aus dem sie alle wachsen, ne? Aber, also ich glaube, grundsätzlich sollten wir es nicht zu komplex machen, aber grundsätzlich geht das auch. Aussehen. Sie sind ein Konstrukt aus mehreren kleinen oder großen Pilzkörpern, Köpfen, hier mal Semikolon, Köpfen, Armen, Beinen, Myzelen, keine Ahnung, so, Körper, Arm, Bein, so. Ich glaube, wir wissen, was wir damit meinen. Das Potenzial ist da. Ist nicht eher Stärke wichtig? Ey, du baust dir deinen Charakter dann so, wie du möchtest. Weil dein Charakter kann wenig Erfahrung haben. Aber es ist dann wenigstens spannend, dass du den Charakter bauen kannst, der komplett andere Dinge kann als die anderen. Genau, verschiedene Stoffe absenden. Wäre auch super spannend. Du hast vielleicht einen, der hat besonders starke Myzele. Der kann sich irgendwie mit dem Boden verbinden und kann dann Botenstoffe oder keine Ahnung was. So. Oder einer hat besonders dünne Ärmchen und die wachsen besonders schnell oder so. Oder einer hat einen besonders dicken Bauch, der kann ganz viel essen und wächst dann mehr oder keine Ahnung. Das wäre halt auch super spannend. Die können halt einfach sehr viel ein... Ich finde das sehr, sehr gut. So. Und hier machen wir für heute Schluss mit unserem Universum. Wir haben zwar, es wirkt so, als hätten wir nicht viel geschafft, aber wir haben einen sehr, sehr wichtigen Punkt entschieden. Nämlich, was unsere Art ist quasi. Ich glaube, das sollten wir fast zu einem eigenen Punkt machen. Das folgt der Winker. Ich glaube, das machen wir mal zu Überschrift 2. Das ist viel wichtiger als nur irgendein, weil wir ja gar nicht mehr Bewohner dieser Welt so richtig haben. Fortpflanzung, Nahrung, Aussehen. Sollten wir nächstes Mal das hier alles noch abarbeiten und das so ein bisschen uns für jedes dieser Dinger was überlegen. Also, schnelle Reproduktion haben wir im Grunde schon durch. So, wir können das, aber fassen wir dann alles nochmal zusammen. Genügsam haben wir gesagt. Haben wir, glaube ich, Nahrung, ne? Nahrung, genügsam haben wir schon gemacht. Ist weg. Allesfresser haben wir auch, weil es Pilze sind. Leicht zu fangen, das machen wir alles nochmal. So. Damit können wir am Donnerstag direkt weitermachen. Donnerstag machen wir wieder einen Stream, in dem wir wieder quatschen, setzen wir uns noch mal ein halbes Stündchen hin und machen noch ein bisschen weiter in dieser Welt.